Bei den Regenmengen, die jährlich auf Deutschland fallen, ist es kein Wunder, dass die Bundesrepublik von oben sehr grün aussieht. Aber wir haben diesen riesigen Fleck hier entdeckt, der irgendwie trocken scheint. Wir wollten wissen, warum das so ist und waren ziemlich überrascht. Der mysteriöse Fleck liegt im Osten Deutschlands. Genauer in Brandenburg, 90 Kilometer südöstlich von Berlin. Was steckt hinter diesem Fleck? Warum ist die Fläche so leer? Unsere Recherche führt uns über Landstraßen und kleine Dörfer ins brandenburgische Nirgendwo. Galileo-Reporter Matthias Fiedler will das Geheimnis hinter diesem Fleck lüften. Das ist hier der Spreewald. Also das ist wirklich so eine Fuchs-und-Hase-Gute-Nacht-Region. Hier ist gar nichts los. Und irgendwo hier soll diese mysteriöse gelbe Freifläche sein. Es gibt keine Hinweisschilder oder sowas. Wir haben einfach die Koordinaten ins Navi eingegeben. Und ich hoffe, dass das uns irgendwie dahin führt. Nachdem wir jede Menge Feld, Wald und Wiesen gesehen haben, erscheint auf unserem Navi die gelbliche Fläche. Das muss unser Fleck sein. Auf einem Wanderparkplatz halten wir. Matthias macht sich auf Spurensuche. Er entdeckt eine Infotafel. Die sollte doch eigentlich weiterhelfen. Hier steht irgendwas von Grasland, Heide, Pionierwald und dann fett Wüste. Aber eine Wüste ist doch nicht neben einem Mischwald eigentlich, oder? Das passt doch gar nicht. Auf der Tafel findet Matthias die Telefonnummer der Stiftung Naturlandschaft Brandenburg. Er telefoniert mit der zuständigen Geografin für die Fläche. Wir verabreden uns für später mit ihr. Bis es soweit ist, will sich Matthias selbst umschauen. Wo könnte die Wüste sein? Noch erkennt er nichts, das auch nur im Entferntesten daran erinnert. Von einem Aussichtspunkt entdeckt Matthias nur Heide. Aber Sandwüste? Fehlanzeige. Ich bin etwas zu flach hier. Ich sehe nämlich weit und breit keine Wüste, viel Wald, aber eigentlich nichts Gelbes. Wir müssen also höher. Die Drohne soll weiterhelfen. Auf den ersten Blick sehen wir aber weder eine große Freifläche noch irgendwas, das an eine Wüste erinnert. Obwohl, ganz hinten an der Baumgrenze sieht es nach Wüste aus. Sind wir hier auf der richtigen Spur? Sie kann uns weiterhelfen. Jenny Eisenschmidt. Die Geografin kümmert sich um das Gebiet hier. Sie kennt sich bestens aus und will uns den Weg zeigen. Also nichts wie hin. Der mysteriöse gelbe Fleck scheint wirklich eine Wüste zu sein, mitten in Deutschland. Wir fahren querfeldein. Eine Straße in die Wüste gibt es nicht. Und dann sind wir mittendrin. Um uns herum nichts. Genau wie es auf der Landkarte zu sehen war. Eine Freifläche von 5 Quadratkilometern, so groß wie 700 Fußballfelder. Auf den ersten Blick sieht es wirklich wüstenähnlich aus. Matthias ist aber noch nicht ganz überzeugt. Wow! Ja, willkommen in der Wüste. Habe ich mir ein bisschen Wüste vorgestellt. Ist das Sand oder ist das Erde? Oder? Das ist ein sandiger Boden, das ist ein nährstoffarmer sandiger Boden, ganz genau. Der Boden sieht aus wie Erde, ist aber keine. Es ist wirklich Sand. Aber woher kommt der eigentlich? Jenny erklärt Matthias, wie die Wüste entstanden ist. Denn früher war die ganze Fläche voller Bäume. Bis 1942. Da gibt es einen großen Waldbrand. Alle Bäume werden zerstört. Anstatt gleich wieder aufzuforsten, nutzt das Militär im Zweiten Weltkrieg die Fläche als Truppenübungsplatz. Panzer rollen durch das Gebiet und machen alles platt. Nichts wächst mehr. Nach dem Zweiten Weltkrieg besetzt die Rote Armee der Sowjetunion die Fläche. Bei den Manövern bevölkern bis zu 50.000 Soldaten das Gelände. Erst seit 1992 wird die Fläche nicht mehr vom Militär genutzt. Seitdem ist nicht mehr gewachsen als solche kleine Grasbüschel. Wie kann das sein? Ich habe fast ein schlechtes Gewissen, jetzt hier überall drauf zu stapfen, wenn das 25 Jahre gebraucht hat zu wachsen. Ja, ne? Nein. Ich gehe außen rum. Ja, man sieht ja aufgrund von bestimmten Fahrspuren, weil hier ja auch illegale Befahrung stattfindet, dass sich der Boden wirklich braucht lange, um sich wieder zu erholen, weil er eben keine Humusschicht hat. Ne? Das ist also nichts, was den Boden wieder reparieren kann. Illegale Befahrung, was ist das schon wieder? Illegale Befahrung, dass hier Quatz und Crosser diese Fläche eben nutzen, um eben hier ihren Freizeitspaß
Sport auszuüben. In eurem Naturschutzgebiet? In unserem Naturschutzgebiet, das ist ja das Schlimme. Diese Fläche ist Naturschutzgebiet und munitionsbelastet. Sie ist also für die... Warte mal ganz kurz. Was ist die Fläche? Ja, das hätte ich vielleicht vorher sagen müssen. Hier ist noch ganz extrem viel Munition, ist hier im Boden und unterhalb des Bodens zu finden. Deshalb ist Vorsicht geboten. Nicht umsonst sind rund um die Wüste Warnschilder angebracht. Das Gebiet soll nicht betreten werden. Auch wenn man das Gelände abgesucht und Minen gesprengt hat, das zeigen diese Krater. Ein Großteil der Wüste ist mit Gras zugewachsen. Aber je weiter Matthias an den Rand der Wüste kommt, desto sandiger wird es. Er entdeckt nun endlich das, wonach er die ganze Zeit gesucht hat. Das ist ja jetzt hier so der Wüstensand, wie ich den erwartet habe, ne? Genau, das war hier alles mal wüstenartig, so wie das. Nur an den anderen Stellen ist eben schon mehr zugewachsen und hier schlichtweg nicht. Warum nicht? Warum ist hier so viel Sand noch? Hier ist eben mehr Wind und das verhindert eben, dass sich da Humus ansammeln kann, um damit er Pflanzen wachsen könnte. Die Lieberosa Wüste ist die größte Wüste Deutschlands. Nur eine in Mitteleuropa ist noch größer. Und zwar sechsmal so groß. 32 Quadratkilometer Fläche umfasst die Błędów-Wüste in Polen. Mehr Sand gibt es sonst nur an den Küsten. Entstanden ist sie vor über 1000 Jahren, als die Gletscher schmolzen. Genau wie in Brandenburg wurde die polnische Wüste im Zweiten Weltkrieg militärisch genutzt. Aber wie geht es mit der deutschen Wüste weiter? Was soll mit ihr passieren? Die Stiftung will damit gar nichts machen. Wir greifen nicht ein, pflanzen nicht an, nichts. Wir warten einfach ab. Ziel ist also, Wildnis wiederherzustellen. Dabei wird die Natur sich selbst überlassen. Wie lange es dauert, bis die Wüste wieder komplett zugewachsen ist, weiß niemand. Spannendes Experiment, was hier passieren wird, ne? Genau. Und ich finde es ja auch schön. Ich fände es schön, wenn unsere deutsche Wüste erhalten bleibt. Das ist also die Geschichte, die sich hinter dem mysteriösen Fleck auf der Deutschlandkarte verbirgt.